Hallo Kackbratzen. Let it flow. It floats back to you. Ihr liebt Dramen auf einem Luxusdampfer? Sehr gut, denn heute habe ich etwas ganz Spezielles für euch. From Software haben sich in erster Linie ihren Namen mit bezaubernden Rollenspielen gemacht. Von Kingsfield über die Souls-Reihe bis hin zu Elden Ring. From Software liebt es, seine Fans in Watte einzupacken und sie in eine kunterbunte Pseudo-Mittelalterwelt zu entführen, wo sie dann in einer entspannten Atmosphäre die schönsten Abenteuer ihres Lebens erleben dürfen. Das ist im Prinzip schon ganz gut, aber schade ist, dass From Software in der Vergangenheit weit mehr zu bieten hatte als nur sehr casual-lastige Rollenspiele. Ganz vorne auf der Must-Playliste stehen das putzige Kuri-Kuri-Mix oder auch das extrem kuschelige Horrorspiel Q-On. Wenn man aber tiefer im Repertoire des Entwicklerstudios gräbt, dann kann man auf eine extrem spannende Serie stoßen, die auf der PS1 ihren Anfang nahm. Und so wollen wir heute mal über das Abenteuerspiel Echo Knight sprechen, das 1998 für die PlayStation veröffentlicht wurde. 1999 und 2004 folgten mit Echo Knight 2, The Lord of Nightmares und Echo Knight Beyond noch zwei Fortsetzungen, bis es dann ganz still um die Serie wurde, was verdammt schade ist. Mittlerweile haben sich die Echo Knight-Spiele zu echten Sammlerstücken entwickelt, wie die meisten Erstlingswerke aus dem Hause From Software. Wer die Spiele der Souls-Reihe gewöhnt ist, wird sich bei Echo Knight nicht sofort wie zu Hause fühlen. Wir haben es hier mit einem waschechten Abenteuerspiel zu tun und somit wird man auch ein komplett anderes Gameplay erwarten dürfen. Eines hat Echo Knight zumindest mit allen From-Software-Spielen gemeinsam. Es ist komplett schwierig, der Story zu folgen, da man es wie immer liebt, seine Geschichten nur sehr minimalistisch zu erzählen. Wer sich aber die Zeit nimmt und sich die teils beschissene Steuerung einverleibt, darf sich auf ein wunderbares Zeitreise-Horror-Adventure freuen, das einem noch lange in Erinnerung bleiben wird, wohl auch wegen der unglaublichen Krämpfe in seinen Kackbratzen. Allerdings wird man nicht nur in den Fingern Krämpfe haben. Dank der überaus verwirrenden Story wird euer Gehirn während des Spielens öfters mal nach Hilfe rufen. Erst am Ende werden alle Storyfetzen einen Sinn ergeben. Und mit Ende meine ich, dass ihr Echo Knight gleich viermal durchspielen müsst, um alle möglichen Story-Ausgänge freizuschalten. Sofern ihr eben nicht schon vorher bei dieser nichtlinearen Handlung euren Verstand verloren habt. Im Spiel schlüpft man in die Rolle von Richard Osmund, der eines Tages einen Brief von seinem lange vermissten Vater erhält. Und wäre der Tag nicht schon seltsam genug, erhält Richard die Nachricht, dass das Haus seines Vaters in Flammen steht. Er nimmt die Beine in die Hand, rast zum Haus seines Vaters und von da an wird nun sein Leben komplett auf den Kopf gestellt, denn ihn erwartet ein absolut verrücktes und gefährliches Abenteuer voller Zeitreisen. Richard erfährt, dass sein Vater auf der Jagd nach einem sadistischen Massenmörder war. Die Aufgabe des Spielers ist es nun, den Vater auf seiner Suche nach dem Mörder zu unterstützen und gleichzeitig die gefangenen Seelen der Ermordeten freizulassen. Bei der Suche nach Hinweisen im Haus seines Vaters gerät Richard in Kontakt mit mehreren verschiedenen Objekten, wie etwa Bücher oder Gemälde. Diese Berührungen starten allerdings eine Zeitreise, mit der unser Held an verschiedene Orte in der Vergangenheit katapultiert wird, die alle mit der Fahndung nach seinem Vater verknüpft sind. Hauptsächlich wird man sich allerdings auf dem Passagierschiff Orpheus auf die Jagd nach dem Killer begeben und auch dieses Schiff hat eine mysteriöse Vergangenheit, denn im Jahr 1913 ist es auf unerklärliche Weise spurlos verschwunden. Das Geheimnis, warum das Schiff verschwunden ist, wird man am Ende des Spiels noch lüften. Who are you? What are you doing here? In Echo Knight gibt es keine Kämpfe, was aber nicht bedeutet, dass Richard nicht doch von den unzähligen bösen Geistern verletzt werden kann. Bevor man sich an die Aufgabe macht, irgendein Rätsel zu lösen, um die im betreffenden Abschnitt gefangene Seele zu befreien und um die für das Finale so wichtigen Astralsteine einzutüten, sollte man so schnell wie möglich zum Lichtschalter laufen und das Licht anknipsen, um alle Geister im Raum zu eliminieren. Das klingt jetzt insgesamt nicht wirklich nach einem spannenden Survival-Horror-Adventure, aber ihr dürft euch auf ein absolut hektisches Gerangel einstellen, denn die Geister sind definitiv schneller als ihr.
Zudem hat jeder Abschnitt des Schiffs einen eigenen, nicht so ganz gut gelaunten Geist. Manche von ihnen können euch mit einem Angriff sofort ins Jenseits pusten, andere verletzen euch nur minimal. Es gibt zwar, wie gesagt, keine Möglichkeit, sich zu verteidigen, aber zumindest findet man einige Heilmittel. Und zum Glück hat man in das Spiel keine Kämpfe eingebaut, denn die Steuerung ist die größte Gülle, die uns From Software jemals vor die Füße geworfen hat. Kämpfe wären von daher auch absolut unmöglich gewesen und man würde auch alle 3 Sekunden ins Gras beißen. So how goes your journey aboard the ship? It seems pretty fun. Die Geschwindigkeit, mit der sich unser Charakter fortbewegt, ist absolut fragwürdig. Grundsätzlich fühlt es sich so an, als würde man mit 2 gebrochenen Beinen durch die Level wandern. Zum Glück kann man im Menü die Geschwindigkeit etwas erhöhen, aber man darf jetzt trotzdem keine Wunder erwarten. Das gleiche gilt auch für die Kamerabewegung. Die ist in der Standardeinstellung elendig langsam. Dreht man aber im Menü die Geschwindigkeit hoch, fliegt einem die Interaktion mit den Objekten fast um die Ohren, was vor allem dann einem einen Sack voll Schwierigkeiten einbringt, wenn man eines der vielen Rätsel lösen möchte. Echo Knight ist im Grunde genommen kein schwieriges Spiel, aber die teils kaputte Steuerung macht es zu einem Gewaltakt, bei dem man manchmal an sich und der ganzen Welt zweifelt. Und für das Genre ist diese Art der Steuerung ein kompletter Genickbruch, denn eigentlich ist Echo Knight ein Point-and-Click-Adventure. Gespielt wird aus der Ego-Perspektive und in der Mitte des Bildschirms gibt es einen großen sternförmigen Cursor. Kommt man mit dem Ding über ein Objekt, mit dem man interagieren kann, leuchtet es blau auf. Das funktioniert ganz gut. Wer das Ding nicht möchte, kann es auch abschalten, aber dann wird man es deutlich schwieriger haben, mit den diversen Objekten im Spiel interagieren zu können. Was aber leider nicht so gut funktioniert, ist wie gesagt die Steuerung. Wir befinden uns noch in einer Zeit, in der der DualShock-Controller noch nicht so ganz das Maß aller Dinge war. Zwar wurde der Controller 1 Jahr vor Echo Knight auf dem Markt eingeführt, aber From Software hat es vorgezogen, auf die Vorteile der Analog-Sticks komplett zu verzichten, was für ein 3D-Spiel eine ziemlich dumme Idee ist. Grundsätzlich bewegt man sich mit dem Steuerkreuz, um nun aber nach oben oder nach unten zu schauen, muss man entweder auf die L1 oder L2-Taste drücken und um sich seitlich nach links oder rechts zu bewegen, klickt man entweder auf R1 oder R2. Das ist eine der schrecklichsten Methoden, um sich in einem 3D-Raum zu bewegen. Wer aber immerhin Kingsfield schon mal gespielt hat, wird sich vermutlich fast wie zu Hause fühlen. Right this way. Man kann jetzt die Knopfbelegung anpassen, allerdings rotiert man sich nur um die R- und L-Tasten herum und gewinnt von daher keinen Blumentopf. Die Anfangszeit dieser entzückenden 3D-Spiele war wohl eine der schrecklichsten und schmerzhaftesten Erfahrungen aller Zeiten. Man kann sich also gut vorstellen, dass man ganz schnell seine Kackbratzen bricht, wenn man es im Spiel mal wieder eilig hat und man schnell die Kamera justieren möchte, um nicht den Überblick zu verlieren. Zu Beginn des Spiels wird man jedenfalls allerhand mit der Steuerung zu tun haben und so von der an sich doch ganz netten Story nicht viel mitbekommen und ganz leicht den Faden verlieren. Die Grafik des Spiels ist ebenfalls etwas gewöhnungsbedürftig, zumindest aus heutiger Sicht. Man verwendete die Engine aus Kingsfield 3 und möbelte sie ein wenig auf, aber trotzdem wird man sich auf eine eher dunkle braungraue Farbpalette mit sehr viel schwarzem Hintergrund einstellen müssen, was jetzt aber für ein Horrorspiel komplett in Ordnung ist. From Software hat die Leistung der PS1 so gut es geht an ihre Grenzen bringen wollen und somit ist es ihnen gelungen, eine absolut gruselige Grundstimmung zu erzeugen, die mindestens genauso fesselnd ist wie in einem der Souls-Spiele oder Bloodborne. Macht euch also auf sehr viel Gänsehautmomente gefasst. Das Problem der Grafik liegt also an der Leistung der PS1, womit es im Spiel zu absolut hässlichen Clipping-Fehlern und fehlerhaften Modellen kommt. Die Geister sind definitiv gruselig, wobei ich aber jetzt nicht weiß, ob es an der extrem gruselig kleinen Anzahl an Polygonen liegt oder ob das Design volle Absicht war, damit die PS1 am Ende nicht explodiert. Versteht mich jetzt nicht falsch. Die Grafik ist auf der einen Seite wirklich gut gelungen und es geht einem schon irgendwie der Arsch auf Grundeis, wenn man mal wieder auf einen Geist trifft. Aber manche Texturen sind eben sehr zweifelhaft und inkonsistent platziert worden, womit einem die Grafik manchmal komplett um die Ohren fliegt. Wo das Spiel aber definitiv punkten kann, ist der Soundtrack. Die Musik ist einfach exzellent, mit genau der richtigen Mischung aus Erwartung und Vorahnung, die ein spürbares Gefühl der Spannung erzeugt. Schade nur, dass man die meiste Zeit im Stillen verbringt und die Musik nur sparsam zum Einsatz kommt. Auch die Soundeffekte sind spärlich, aber wenn sie zum Einsatz kommen, dann genau richtig. Alles klingt so, wie es auch klingen sollte, wie etwa das Rattern des mit Leichen übersäten Zugs auf den Gleisen bis hin zum unheimlichen Knarren der Holzbretter. Die vorherrschende Stille baut ein enormes Gefühl der Anspannung auf und ihr könnt euren Arsch darauf verwetten, dass euer Herz vor Schreck in die Hose rutschen wird, wenn diese Stille mal wieder von einem Knarren, einem Knall oder einem lieblichen Glockenspiel durchbrochen wird.
Mal abgesehen von der komplett kaputten Steuerung ist Echo Knight definitiv ein Spiel, das man mal gesehen haben muss. Das gilt allerdings für die komplette Reihe. Das Problem ist nur, dass man für ältere From Software-Spiele schon beinahe eine Niere verkaufen muss, was einem das Sammlerherz etwas zum Bluten bringt. Das erste Echo Knight ist jetzt auch grafisch nicht das schönste Spiel aller Zeiten, aber die Schönheit liegt ja bekanntlich im Inneren und dort finden wir eine relativ sehr gute Story, mit sehr vielen ansprechenden und gar nicht mal überaus schwierigen Rätseln. Tell you about the red stone. Es führt auch kein Weg an Echo Knight herum, denn es ist wieder mal ein gutes Beispiel für ein gut gelungenes Experiment, aus einer Zeit, in der Entwickler mehr am Gameplay interessiert waren, als am Aussehen. Anstatt zu versuchen, den Spieler mit grafischer Zauberei zu begeistern, was technisch sowieso nicht möglich war, versuchte man ein Spielerlebnis zu bieten, das den Spieler fesselt und ihn über Stunden den Controller nicht mehr weglegen lässt. Es gibt Momente mit echter Spannung und einige Gegner sind echt furchteinflößend. Wer jetzt zufällig über das Spiel stolpern sollte, hat auch dann den Vorteil, im Emulator seiner Wahl die Steuerung etwas anzupassen, womit dieser Klassiker eindeutig etwas zugänglicher wird. Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.